Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tongs. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Hey, Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin?
Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Buon pomeriggio. Date bene, Vito. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schwitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir, Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir, allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Nochmal! Eins, zwei, drei!
dreckiges Arsch! Komm her, Wichser! Nimm das, du Arschloch! Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Wo zum Teufel bist du? Wie gefällt dir das? Na los! Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen!
mich! Mescal? Na komm, du Trottel. Was ist los?
Zeig deine Fresse, los! Vito. Okay, ich bring dich wir zu El Greco. Haben mich fertig gemacht. Okay, ich bring dich ich zu El Greco. Ich brauche einen Arzt, Vito. Wir haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Los, Lady, raus aus dem Auto. Greco flickt dich wieder zusammen. Ja. Nur die Ruhe. Greco flickt dich wieder zusammen. Verdammt. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, sei ruhig. Danke. Mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Ey, wir stecken ja gemeinsam. Wie immer. Hör mal, Vito. Jetzt halt still, danke, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich. Ey, wir stecken da gemeinsam drin. Wie genau immer. Der richtige Zeitpunkt. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einer verdammten Komik zu machen. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Verstanden. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spuck. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja. Aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung.
Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher.